herzlich willkommen. Heute mache ich mal wieder einen Tag für euch, den Book of Love Tag. Getaggt wurde ich von der lieben Susi Dema. Und da mein Vater leider keine Zeit hatte, muss ich heute mir, dennoch nicht ganz so witzig, die Fragen selber vorlesen. Und ich habe sie einfach mal für euch mitgebracht und ich denke, wir fangen einfach mal an. Also die erste Frage lautet, wann warst du das erste Mal verliebt? Gut, verliebt ist jetzt Definitionssache, würde ich mal sagen. Also wenn mit der Frage jetzt gemeint ist, einfach nur so Schwärmerei für einen Jungen oder so. Ich glaube, da war ich 13, fast 14. Und wenn ihr meint jetzt so richtig verliebt, dann würde ich sagen, seit ungefähr anderthalb Jahren in meinen Freund, mit dem ich ja zusammen bin. Und ja, also ich würde schon sagen, dass ich in ihn verliebt bin. Ja, was ist dein liebster Liebesroman? Eigentlich ist das so überhaupt gar nicht mein Genre. Aber wenn, dann würde ich Die Liebe deines Lebens von Cecilia Ahern nehmen. Oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Das Buch fand ich einfach unheimlich schön. Da geht es darum, dass ein Mann sich umbringen will und eine Frau ihn halt dabei findet und sagt, bis zu seinem nächsten Geburtstag schafft sie es, sein Leben zu ändern. Und dafür muss sie ihn aber mit seiner Ex-Freundin zusammenbringen und verliebt sich selber in ihn. Also das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Das ist auch witzig geschrieben. Und einer der wenigen Liebesromane, der mir wirklich gefallen hat. Was machst du gegen Liebeskummer? Was mache ich gegen Liebeskummer? Also, so wirklichen Liebeskummer hatte ich Gott sei Dank bisher nicht. Vielleicht würde ich so ganz klischeehaft anfangen mit Frustfressen. Die nächste Frage lautet, von welchem Buch wünschst du dir eine Fortsetzung? Von überhaupt keinem, sonst wächst mein Süpp nur weiter an. Nein, also es gibt viele Bücher, die es wert wären, fortgesetzt zu werden. Aber ich muss ehrlich sagen, die Bücher, die ich momentan alle so habe, sind entweder als Einzelbände angelegt und passen so auch ganz gut. Oder aber sie sind sowieso als Teil einer Reihe oder einer Trilogie angelegt und dann gibt es ja eine Fortsetzung. Weiter geht es mit Deine Lieblingsfarbe plus passendes Buch. Also meine Lieblingsfarbe ist blau, wie man an dieser Tagesdecke hier auch unschwer erkennen kann. Und ich weiß nicht, ich habe hier jetzt gerade so ein blaues Buch liegen. Ansonsten würde ich auch Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stockwerk fiel, nehmen. Das ist zwar kein Liebesbuch, aber das Buch finde ich einfach total cool und es ist auch größtenteils blau. Wenn auch in einem Blau, was ich nicht so schön finde. Die nächste Frage lautet, welches Buch hat dich zu Tränen gerührt? Also ich weigere mich ja eigentlich, das zuzugeben, aber das erste Buch, bei dem ich ein bisschen Tränen in den Augen hatte, war wirklich Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich weiß nicht, was da los war. Das war bestimmt nur der Wind. Nein, so ganz am Ende. Ich will jetzt aber hier nicht weiter spoilern. Naja, aber das war, glaube ich, bisher eins der ganz, ganz wenigen Bücher, aber ich bin kein Mensch, der bei Filmen oder Serien weint. Und ich muss auch sagen, dass ich Das Schicksal ist ein mieser Verräter eigentlich nicht mal besonders gut fand, weswegen das doppelt überraschend ist. Nenne ein Buch, wo du nie gedacht hast, wie es ausgehen wird. Da fallen mir spontan sehr viele ein, zum Beispiel Maze Runner. Also das ist eigentlich eine Trilogie und ich beziehe mich auch auf das Ende der Trilogie und nicht jetzt auf das Ende des ersten Bandes oder so. Das endet einfach so, oh mein Gott, nein, das könnt ihr nicht machen. Und das war genauso meine Reaktion und warum musstet ihr es so enden lassen? Naja. Dein liebstes Lieblingszitat. Also da ich aufgrund des Tags davon ausgehe, dass es ein Zitat aus einem Liebesbuch sein muss, würde ich jetzt einfach aus dem letzten Theaterstück, das ich gespielt habe, von meiner Rolle zitieren. Da sagt nämlich Romeo, als er seine Angebetete auf dem Balkon betrachtet, oh wunderschöne Nacht, ich hab so Angst, weil alles Nacht ist, alles sei nur Traum, zu schmeicheln süß, um Wirklichkeit zu sein. Ich fand das Zitat wahnsinnig schön und mein Theaterlehrer hat es rausgestrichen. Fand ich sehr, sehr schade. Ich hätte es gerne so voller schmachtender Inbrunst auf der Bühne gesagt. Naja, die Aufführung hat auch so funktioniert. Ja, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Dein persönlich liebster Liebesroman, den du an einem Tag durchhattest. Ich habe noch keinen Liebesroman an einem Tag durchgelesen. Einen liebsten Liebesroman habe ich nur so bedingt, eben Die Liebe deines Lebens. Und entsprechend kann ich diese Frage leider nicht beantworten.
Und die letzte Frage. Was ist Liebe für dich? Also da könnte ich jetzt ein komplettes Video draus machen, aber weil mein Kameraakku mich schon so bedrohlich anblinkt, versuche ich mich kurz zu fassen. Liebe ist für mich, wenn zwei Menschen quasi Steine sind und aufeinander prallen und sie sind beide noch scharfkantig und passen gar nicht so recht zueinander und mit der Zeit schleifen sie sich aneinander ab und werden harmonisch und passen ineinander, ist so ein bisschen das Yin und Yang Prinzip quasi. Und Liebe ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, also man muss einfach verliebt sein oder gewesen sein, um das so richtig nachvollziehen zu können, finde ich. Und ja, sie ist wunderschön, sie kann manchmal auch anstrengend sein. Und ja, ich könnte jetzt noch so ewig weit ausschweifen, aber das möchte ich euch nicht antun. Also, Liebe ist, wenn man sich richtig fallen lassen kann. Wenn das Herz angekommen ist, würde ich sagen. Das ist Liebe für mich. So. Und das war jetzt auch mein Tag, den ich jetzt leider ganz unromantisch beenden muss. Ich weiß gar nicht, wer alles noch nicht getaggt wurde, weil das auch noch kein besonders neuer Tag ist und ich mir auch einige Zeit gelassen habe, um ihn zu machen. Falls ihr noch nicht getaggt wart, würde ich die Booklets, die Bücher nixen. Ja, den Buchtoaster eher nicht, das ist doch den Buchtoaster, weil warum auch kein Junge? Bucheleganz TV heißt der, glaube ich, auf YouTube. Dich würde ich noch taggen und ansonsten Sophie von Bücherverstand. Der Kanal heißt doch so. Ich hoffe, dass der Kanal so heißt. Aber ich glaube, du weißt, dass ich dich meine. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Tag macht. Wenn ihr ihn gemacht habt, könnt ihr auch gerne den Link hier drunter kommentieren. Das ist dann auch keine Werbung, sondern ein wunderbarer Wegweiser zu einem weiteren wunderschönen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr es macht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bei diesem wunderbar sonnigen Wetter und dass ihr, falls ihr noch nicht so weit seid, bald die Liebe eures Lebens findet.